Auf dem Landsitz der Deruns haben Amicia und Lukas herausgefunden, dass es eine Verbindung zwischen der Makula, Hugo und den Ratten gibt. Zurück im Chateau d'Ombrage lässt Amicia Hugo das Elixier trinken, das ihre Mutter begonnen hat und Lukas nun vollendet. Somit kann der junge Träger der Makula die erste Schwelle gefahrlos überschreiten. Oh, mein Kopf. Oh, sachte, ganz langsam. Aber das war nicht alles. Denn am nächsten Morgen ist Hugo verschwunden und deswegen sind wir hier auch im Graben. Wir sind ihn suchen gegangen, dabei hier in diesen Graben gefallen. Und jetzt geht's einfach mal weiter. Kleiner Bruder, nicht warum gehst du? Anhalten. Weiter. Hugo! Falsche Tasten hier gedrückt. Wo kann er nur hin sein? Na, weit kommt er ja nicht mit seinen kleinen Beinen, aber... Denk nach, Amicia. Denk nach. Er könnte eine Stunde, drei vielleicht sogar Vorsprung haben, je nachdem, wann er aufgestanden ist, ne? Ist das ein Dorf? Hier? Offensichtlich. Und es gibt... Hey, wartet! Hat jemand ein Kind vorbeikommen sehen? Bitte! Es gibt sogar noch Amicia. Bewohner. Fühlst du dich besser? Wie geht es dem Kleinen? Clairvy? Seid ihr das? Habt ihr Hugo gesehen? Hast du ihn wieder angeschrien? Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten sind hart, da muss man sich nicht auch noch streiten. Aber wir haben uns nicht mehr gestritten. Amicia, ein Kind läuft nicht ohne Grund davon. Öffnet die Tür, ich werde ihn finden. Na schön, aber sei vorsichtig. Das ist kein richtiges Dorf, das ist alles... Ein bösartiger Wind kündigt sich an, Amicia. Das ist in ihrem Kopf. Das ist nicht in ihrem Dorf. Oder hier gibt's kein Dorf direkt. Ja. Was ist das? Was geht hier vor? Amicia, ich habe auf dich gewartet. Komm mit mir. Laurentius? Seid ihr das wirklich? Nein. Wo ist Hugo? Er ist fort. Ich wusste, dass das geschehen würde. Ich habe mich doch um ihn gekümmert. Warum hat er dich dann verlassen? Ich weiß es nicht. Ich habe alles getan, um ihn zu beschützen. Sogar schreckliche Dinge. Blut vergießt sich so leicht. Aber zu lieben, zu beschützen... Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Mama, da draußen ist ein Geräusch. Hugo, das ist er. Das ist alles in deinem Kopf, Amicia. Der Sturz hat dir nicht gut getan. Überhaupt nicht. Mutter? Amicia, komm her. Ja, Mutter. Dein Bruder ist hier. Wie geht es ihm? Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. Aber ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... Seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Er will dich nicht sehen. Mit wem redest du, Mama? Ich muss zu ihm. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Dann geh, sieh selbst. Gott. Wir sind ein bisschen über der Hälfte des Spiels durch und jetzt wird's plötzlich zu so einem Horrortrip? What the fuck? Möchte ich das? Ich gehe mal ganz kurz noch hier rüber. Weil hier ist eine Tür auf. Haha, ich wusste, es gibt noch was. Eine Ritterfigur. Eines seiner Spielzeuge. Lass uns mal reinschauen. In der historischen Vorstellung, die durch jahrhundertelange Mythenbildung geformt wurde, spielt die Figur des Ritters eine große Rolle. Doch bevor Ritter von Klostergelehrten zum Symbol der Christlichkeit und höfischen Ideale erhoben wurden, waren sie vor allem berittene Krieger, die für einen säkularen oder kirchlichen Orden oder im Namen eines Fürsten kämpften, in dessen Dienst sie standen. Also quasi nichts anderes als eine Privatarmee. Gott, die Musik wird doch immer intensiver. Ich habe echt nicht erwartet, dass das jetzt so eine Wendung nimmt, das Ganze. Oh Gott, ich erwarte nichts Gutes. Hugo, geht es dir gut? Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Hugo. Das stimmt nicht, du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du bist eifersüchtig, eifersüchtig. Lass mich los. Hugo, nein!
Hugo, wo bist du? Lasst mich raus? Das ist jetzt der echte, hoffe ich. Es schneit. Und das sieht... Das ist er. Wunderschön aus. Hugo! Lass mich gehen! Er ist hier. Oh Gott sei Dank. Hör auf zu brüllen. Wo ist deine Schwester? Hm? Ich weiß es nicht. Na, das gäbe noch mal eine schöne Prämie obendrauf. Lacht nur, solange ihr noch könnt. So, kann ich mal... Nee. Ich kann keins davon nutzen. Ich muss sie erledigen, glaube ich. Ihr wart das. Diesmal Amicia! Alle erledigt. Hier. Alles wird gut, Hugo. Es ist vorbei. Hast du was gedroppt? Nein. Hugo, alles hey, gut? Hey, geht es dir gut? Sie haben dir nicht wehgetan, oder? Nein. Aber warum bist du davongelaufen? Ich hab Mama gehört. Sie hat nach mir gerufen. Das muss ein Albtraum gewesen sein, nichts weiter. Ich dachte wirklich, dass sie es war. Sie hatte Schmerzen und... Sie hat keine Schmerzen, wo sie jetzt ist. Darüber haben wir doch gesprochen. Aber... Sie ist fort, Hugo. Das musst du akzeptieren. Gehen wir zurück. Na gut. Wir müssen zurück zum Chateau. Sie hat Schmerzen. Das ist eine Lüge, Amicia. Ich weiß, es ist zu seinem Guten, aber... Es ist halt echt eine Lüge. Und ich glaube nicht, dass Lügen jetzt so gerade helfen mehr. Sieh mal, Hugo, eine Blume. Na, welche ist das diesmal? Das ist eine Narzisse. Willst du sie? Aber gerne. Du bist mir nicht mehr böse, oder? Ich hatte Angst, Hugo. Ich auch. Aber jetzt ist es vorbei. Madame Narzisse wird auf uns aufpassen. Ja. Die Narzisse. Angeblich soll sie aus den Überresten von Narziss entstanden sein, einer mythologischen Figur, die sich in ihr eigenes Spiegelbild verliebte, was letztendlich zu ihrem Tod führte. Sie steht damit für Egoismus und Selbstverliebtheit, darum auch Narzissmus, ne? Obwohl sie seit der Antike für ihr hohes Giftpotenzial bekannt ist, wurde sie in vielen europäischen Ländern zur Behandlung von Tumoren, Epilepsie und Haarausfall eingesetzt. Mit unterschiedlichem Erfolg. Interessant, dass die Pflanze so giftig ist, weil man sagt, die Selbstverliebten, die Egoistischen, sind auch sehr giftig in ihrer Art. Narzissmus halt, ne? Aber ich muss immer wieder sagen, es sieht wunderschön aus, das Spiel. Es sieht einfach nur toll aus. Mama? Amicia, das ist Mama! Was? Es kommt von da drüben. Wir müssen gehen. Nein, du gehst da nicht hin. Aber warum? Lass mich los. Hugo. Ich komme, Mama. Komm zurück. Ich höre sie auch, aber... Wenn da das Chateau ist, so nah werden sie sie nicht foltern. Weil dann wüssten die, wo wir sind. Ich meine, wenn ich das Chateau so sehe, aus der Entfernung, dann würde ich sofort dahin gehen und das untersuchen, wenn ich jemanden suche. Macht Nein, Sinn. Nein, Hugo! Da, sie ist da drin! Es ist schon wieder im Kopf. Das ist sie nicht! Es ist schon wieder in unserem Kopf. Ach du Heiliger. Are you kidding me? Oh. Nein, nein. Scheiße. Haltet den Mund, lasst mich gehen. Ich habe es für ihn getan und ich würde euch wieder töten. Ich würde euch alle töten. Ich komme da aber nicht weiter, oder? Oh nein, nicht sie. Nein. Ich muss in die Ratten rein. Hugo, bist du das? Da kommt jemand. Ich bin Hugo. Dem Weg! Lass mich durch! Was tust du hier? Komm her! Das ist doch kein Ort für ein Kind! Fass sie nicht an! Wo ist deine Schwester? Nein! Hugo! Meine Schwester? Lauf! Weg von ihr! Ich höre jemanden! Es ist niemand da!
Komm. Gehen wir. Gehen wir zu deiner Mutter. Alles klar. Gott! Gott, nicht! Sie werden nicht! Kapitel 14. Blutlinien. Ich habe echt keine Worte für das, was gerade passiert ist. Es ist fertig. Kann ich jetzt zu ihr? Das wird der Großinquisitor entscheiden. Aber ihr habt gesagt... Meine Worte spielen keine Rolle, nur die des Großinquisitors. Aber sei versichert, dass du ihm sehr wichtig bist. Wir spielen jetzt als Hugo. Er hat mir wehgetan. Ich muss Mama finden. Das ist mal was ganz Neues. Wir spielen jetzt als Hugo. Ich habe echt keine Worte für das, was gerade passiert ist. Ich meine, shit got downhill very fast. What the fuck? Also, ist schon hardcore, was gerade passiert ist. Kann ich? Nein, ich bin ja der Kleine, da kann ich ja nichts mitnehmen, ne? Oh, mein Kopf! Hört auf, Ruhe! Klingt wie Tinnitus. Kenne ich nur zu gut, das Geräusch. Wo sind wir hier eigentlich? Wahrscheinlich in dieser Festung. Wenn er vom Großinquisitor spricht. Das Zeichen ist interessant. Würde mich mal interessieren, ob das ein echtes Zeichen ist. Falls da jemand Ahnung hat. Vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Bald. Die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist ein Opfer nicht der Rede wert. Opfer, Beschwörung? Menschen. Menschen? Noch schlimmer. Okay. Komme ich hier weiter ohne Probleme zu haben? Nein, krieg ich nicht hin. Seltsam. Das war jetzt uncool. Du siehst halt nichts aus der Höhe. Oh, das ist uncool. Aber es ist gut gemacht, dass wir jetzt auch auf seiner Höhe sind. Bedeutet ja quasi nur, dass wir jetzt wirklich wie er hier durch die Gegend laufen müssen. So, wo kann ich lang? Ah, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Er hat den Rücken dazu gekehrt. Wenn er das reingemacht hat und weggegangen ist, muss ich da unten durch. Ich verstehe. Und zwar jetzt. Ganz schnell, bevor er es wieder runterschmeißt. Okay, haben wir das auch erledigt? Oh, das ist ganz schön groß. Wo ist Mama? Ja, das ist sehr Materie groß. Materie aller Materien. Einzigartiges Gold. Ich breche dich, um den Weg zu öffnen. Den Weg zum Blut des Auserwählten. Ja, man merkt, dass es die Kirche ist. So religiöser Unsinn, der hier jetzt erzählt wird. Man merkt vielleicht, dass ich nicht unbedingt der größte Fan einer Kirche bin. Oder der Kirche generell. Hat auch seine Gründe. Da kommt jemand. Nein. Medikus, wie geht die heutige Veredelung voran? Die Qualität ist exzellent, aber die Menge des rohen Episanguis schrumpft. Unsere Sammler fallen den Ratten zum Opfer. Gebt euer Bestes. Das Leben des Großinquisitors hängt von der Qualität eures Destillats ab. Okay. So kann ich laufen. Verstehe. Ist es widerlich, da und da zu sein. So, ich bin jetzt hier.
Und was genau mache ich hier? Soll ich einfach an ihm vorbei? Traue ich mich eigentlich gar nicht so. Soll ich es mal versuchen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Körper des Großinquisitors wird vom Bischof. Was war das für ein Geräusch? Nein. Scheiße. Ich hab's mir gedacht, dass wir Probleme bekommen, wenn wir gegen das Glas knallen. Aber ich habe das Glas nicht gesehen. Sein Körper war im Weg. Da ist es. Der Körper des Großinquisitors wird vom Biss überwältigt. Ich habe Angst, dass es ein Geist hat. Keine Sorge. Das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellen. Möge seine Seele das unbeschadet überstehen. Meine Seele oder die Seele des Großinquisitors? Und mal ganz im Ernst. Vorsicht! Das sind auch alles Vampire. So, wo muss ich eigentlich lang? Da lang? Da lang. Tschüss. War schön mit euch. Ich gehe da mal wieder. Ich glaube, schleichen ist hier echt das Beste, was wir machen können. Und ich schleiche mal weiter. Weil wer weiß, was wir hier vorne treffen werden. Hey, da unten! Das Destillat verdickt. Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter auskratzen müssen. Okay. Was machst du? Okay, ich kann an dir jetzt vorbei, bis du wieder so ein Teil hast. Aber jetzt bin ich, glaube ich, sicher. So, schauen wir mal, was ihr macht. 20 Fässer. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Es grenzt an ein Wunder, dass Vitalis Körper solche Mengen an Episanguis aufnehmen kann. Sein Glaube beschützt ihn. Oh shit, 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 oh shit. Ja, ich wusste es, er kommt zurück. Okay, ich habe nicht viel Zeit. Ich habe echt nicht viel Zeit, um hier vorbeizukommen. Das finde ich uncool, aber es ist wirklich nur, dass sie den Großinquisitor am Leben erhalten wollen. Man zeigt hier richtig gut, dass der, der in der Macht ist, egal ob in der kirchlichen oder auch in der fürstlichen Macht ist, derjenige nutzt alles für sich. Platz vor der Kathedrale. Oh, dann bist du gleich neben dem Großinquisitor, wenn er uns befreit. Und ich sitze hier fest. Wir treffen uns alle hinterher. Das Ende des Bisses. Das wird ein Fest. So, du musst dich wieder umdrehen und ich hoffe, der andere hat sich auch umgedreht. Komm schon, sei mutig. Hat er sich umgedreht? Ja, hat er. Gut, wir gehen jetzt da lang. Ganz schnell. Ganz schnell hierher. Die gucken alle mich nicht an. Tschüss. Ihr könnt ruhig weitermachen. Macht da gut, was ihr da macht. Ich gehe mal woanders gucken und kontrolliere, was die anderen so machen. Sehr gut. Keiner hat dich gesehen. Wie Melly. Ja, aber jetzt sehe ich auch nichts, ne? Ah, ich habe nur Chance, da durchzukommen. Er versteckt mich. So ein Rauch. Ach, genau. Wo muss ich eigentlich lang? Okay, da hinten. Ich verstehe. Das heißt, jetzt nochmal warten. Kurz da unterhuschen. Und beim nächsten Rauch kann ich einfach da lang huschen. Komm, wo bist du? Rauch, komm. Tschüss. Du machst deinen Job auch gut. Ich habe erwartet, dass jetzt einer hier hochkommt. Okay, okay. Wir machen jetzt keinen auf Scooby-Doo und so, ne? Ihr wisst ganz genau, was ich damit meine. Es reicht. Ich verlange sofort Vitalis zu sehen. Der Großinquisitor ist sehr beschäftigt. Beschäftigt? Ich bin der Erzbischof. Ich vertrete den Papst. Monseigneur, die Mission des Großinquisitors ist heilig. Seine Mission wurde nie von der Kirche abgesegnet. Ich sehe hier nichts als Ketzerei und Okkultismus. Und ihr alle folgt ihm auf seinem Pfad zur Hölle. Wählt eure Worte mit Bedacht, Exzellenz. Bei eurem Rang solltet ihr achtsamer sein. Das ist Wahnsinn.
Ich darf nicht hinhören. Ich muss nur Mama finden. Du musst ganz genau hinhören, weil es zeigt ja nur, dass das hier alles nicht mal abgesegnet ist. Mein Kopf. Psst. Leise. Das heißt, das zeigt nur noch mehr, dass der Großinquisitor das nur für sich macht. Wo bist du? Ich meine, wir haben es alle schon gewusst. Er ist halt ein Arschloch. Aber wenn nicht mal die Kirche dahinter steht, dann heißt es, ich kann es nicht mehr auf die Kirche schieben. Ich habe nichts gegen die Kirche. Verdammt, nein. Aber ist ja nur... Er darf mich nicht sehen. Ah, ich weiß schon, was ich machen muss. Mich kurz hier unter verstecken. Weil unter Tische guckt ja niemand. Und dann gehe ich da runter. Hehe, ich bin ein cleveres Kind. Magister, der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und beteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Hugo de Roon. Weiter. Sie sprechen über mich. Ja, du bist berühmt. Okay. Wenn er das Land vom Biss befreit, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute und damit beispiellos. Die Anwesenheit von Erzbischof Gutierrez. Die Prima Macula. Fuck, ich hab gehofft, ich schaff's. Ich hab's echt gehofft. Kann ja nicht sein. Okay. Das ist natürlich sehr uncool, dass er so früh umdreht. Jetzt haben wir die Dialoge nicht alle mitbekommen. Das ist leider schlecht. Das ist sehr schlecht, weil es mich interessiert, was hier so gesagt wird. Und ich will nicht von dem da hinten erwischt werden. Aber auch der kommt schon wieder zurück. Es gibt's doch nicht. Oh, es kann doch nicht sein. Ihr seht eh alle gleich aus. Actually, ist das nicht das gleiche Model? Ich meine mal abgesehen davon, dass wir sie ja nie wirklich aus dem Detail sehen. Die sehen alle gleich aus. Ich habe nichts dagegen, wenn man Models nutzt, aber... Die Prima Macula. Nein. Verschlingt sie den verlorenen Träger oder schreitet neben dem, der sie zähmt. Meister oder... Ordnung oder Chaos? Was war das? Die Forschungstexte von Beatrice de Roon sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Mama. Och nö, Kollege, was machst du da? Oh nee. Okay, das... Ich wollte gerade sagen, dass der mich nicht sieht? What the fuck? Warte mal. Von Beatrice de Roon, okay, ich verstehe. Alle verschlüsselt. Im Keller. So, da dürftest du mich ja nicht sehen, wenn ich ganz schnell bin. Flinkes Kerlchen. Siehst du, Amicia? Ich hab Mama gefunden. Ja, aber Amicia ist nicht hier. Sie sucht dich noch. Und während sie dich sucht, verfällt sie dem Wahnsinn. Ist aber eine andere Geschichte. Also eigentlich ja nicht, aber du bist schon irgendwie mit Schuld, aber ich will jetzt mal nichts sagen. So, hier unten war der Erzbischof, ne? Hier ist im Keller, haben sie gesagt, ich muss weiter nach unten. Da hast du nicht ganz unrecht. Der Keller ist unten. Die Frage ist, wo geht's zum Keller? Ich meine, das hier hinten sieht schon sehr interessant aus und sehr dunkel. Dunkel passt immer gut zum Keller, aber in diesem Falle nicht. Ich nehme an, wir müssen nach da vorne, wo jemand sitzt. Ist das zufällig der Großinquisitor? Wahrscheinlich. Hier ist einfach alles so groß. Ja, hier ist alles ziemlich groß. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, wo ich mich wie verstecken kann. Um nicht aufzufallen. Ich würde gerne in Richtung Schatten gehen. Aber ich denke, ich muss da hinten hin. Großinquisitor, der Erzbischof ist eingetroffen. Sehr gut. Bringt ihn herein.
Digitalis. Monsieur Gucci, hattet ihr eine angenehme Reise? Spart euch das Geplänkel. Wir sind eurer Spielereien müde, Vitalis. Spielereien, Erzbischof? Können Spielereien die Zukunft der Welt verändern? Hört ihr euch selbst reden? Ihr habt den Verstand verloren. Und das... Mit Verlaub, es ist wichtig. Wir haben das Blut von Hugo de Roon. Habt ihr es untersucht? Ja, jedoch, Monseigneur, der Junge sollte die erste Schwelle bereits erreicht haben. Doch etwas in seinem Blut scheint den Prozess zu verlangsamen. Die Makula ist noch in ihrem Ursprungszustand. Allerlei. Schenkt man den Büchern Glauben, wird mein Blut mit seinem verbunden sein. Erreicht er die nächste Schwelle, so werde ich sie mit ihm erreichen. Fahrt fort. Genug. Ihr mögt den Märtyrer spielen, aber erlaubt mir, euch die Augen zu öffnen. Ihr seid ein widerwärtiger Ketzer, dem die Macht zu Kopfe steigt. Der Papst sieht in euch eine Gefahr, Vitalis Benevent. Man wird euch exkommunizieren. Man kann einen Menschen exkommunizieren, Erzbischof. Doch keinen Heiligen. Eure Inquisition ist vorbei. Und ein neues Zeitalter bricht an. Eines, in dem Marionetten wie ihr vor mir niederknien und um Vergebung betteln. Er ist hier. Ausgezeichnet. Seht nach, ob Beatrice de Roon wieder bei Bewusstsein ist. Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Wir haben dasselbe Ziel. Wir bekämpfen auch die Pest. Nur unsere Methoden sind verschieden. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Narren. Doch der Bruder, er ist einzigartig. Er begreift vielleicht. Einzigartig? Ich bin einzigartig. Rührt euch! Ad Ignem. Ad Lucem. Also, habt ihr den Großinquisitor gesehen? Ja. Das Blut des Trägers fließt in seinen Adern. Die Beschwörung wird stattfinden. Wunderbar. Das Ende der Pest ist nah. In der Tat. Bleibt aber weiterhin wachsam. Mich interessiert, was diese Beschwörung wirklich ist. Und... ja, du bist einzigartig, aber das, was er meint, ist nicht zu deinem Besten, mein Junge. Ich wollte jetzt Freund sagen, aber mein Freund passt gerade nicht. Ja, ja, wir müssen ihm folgen. Okay, die Tür ist zu. Ich wollte gucken, ob die Tür zu ist. Lauf, Hugo, lauf. Okay, verstecken uns wieder. Ein Garten, der Himmel. Wir können den Himmel sehen. Yay. Okay. Wie mache ich das am besten? Bitte. Hey. Ist ja uncool. Okay, da komme ich nicht lang, da komme ich nicht lang. Seigneur Nicolas, Glückwunsch zur Gefangennahme des Jungen. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Pah! Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit dir machen? Kann ich mal kurz hier lang gehen? Ohne gesehen zu werden, bitte. Shit, der sucht mich jetzt. Nein. Ich bin nicht hier. Kannst du noch so sehr auf den Boden starren? Ich bin nicht hier. Was passiert hier? Geh weg! Kusch! Hey! Weg! Du hast einen Weg zu gehen.
Oh, das war gerade ziemlich knapp, ne? Muss ich mal ehrlich sagen. Das hat mir... Oh, da lang kann ich auch. Cool. Hat mir nicht gefallen, was gerade passiert ist. Man hört doch, dass hier Schritte im Schnee sind. Also, ich will jetzt mal nicht meckern, dass es unrealistisch ist, aber irgendwie schon sehr unrealistisch, ne? Ja, es meckern auf hohem Niveau. Ich weiß. Werden wir mal weiter folgen, um Beatrice zu finden. Um Mama zu finden. Hallo, gibt es hier was? Kann ich hier... Ich muss hier lang. Gut. Wie ich bereits sagte, wurde diese Wache verschlungen. Doch nicht vollständig. Ihre Knochen wurden von den Ratten zerkleinert und weggeschafft. Zu welchem Soll ich's Zweck? Probieren? Um sie in die Materie zu integrieren, die wir überall finden. Etwa ihre Nester? Sie bauen ihre Nester aus unseren Toten? Ganz recht. Und da die Leute sterben wie die Fliegen, werden die Nester am Ende ein riesiges Nest bilden, wenn wir nichts unternehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dann lasst uns beten, dass Vitalis Beschwörungszeremonie tatsächlich stattfindet. Wo ist er? Ohne ihn werde ich Mama nicht finden. Wenn wir nichts tun, dann passiert das. Lasst uns beten. Sorry, aber das hilft meistens nicht. Ich höre Ratten. Die haben Ratten gefangen. Na super, was kann ich machen? Oh, hallo, so Ratten. Sag mal, eure neuen Ratten hier. Wir müssen sie transportieren und... Ihr habt nichts von ihnen zu befürchten. Akribische Kreuzung und ein wenig Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Ah, gut. Was für eine Nahrungsumstellung? Warum höre ich euch nicht wie die anderen? Ach, du hörst wirklich die Ratten dauernd schreien. Na, macht Sinn, ihr seid ja miteinander verbunden. Was ist denn hier die Nahrungsumstellung? Möchte ich's wissen? Hilf mir! Nein! Psst. Hilf mir! Nun schon wieder. Hey, stirb gefälligst leise. Wir arbeiten hier. Mir wäre es lieber, wenn er sich Zeit lässt. Die Ratten mögen Frischfleisch. Verdammt sollt ihr sein. Ihr werdet alle doch eine Wache. Das war knapp. Genießt die Ruhe. Euer Tod ist nicht das Ende. Euer Blut wird eine neue Rasse von Engeln nähren. Sie sollen eure Kinder sein. Euer Stolz. Das ist schrecklich. Da ist er. Er geht Mama holen. Es ist wirklich schrecklich. Was hier passiert, ist grauenhaft. Oh, ist ja echt schlimm. Wenn sie ihren Sohn mit einem Messer an der Kehle sieht, wird sie kooperieren. Ja, wir können da hinten lang, aber ihr wisst, ich gucke mich immer um. Auch wenn ich bezweifle, dass wir in dem Segment irgendwas aufnehmen können, so werde ich mich umschauen. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Nicht viel, aber auch nicht wenig. Also, Nikolas ist vorbeigekommen. Das wird schmerzhaft für die Drohnen. Geschieht ihr recht. So eine gebildete Frau. Sie hätte sich uns anschließen sollen. Sie ist viel zu stur, aber damit wird unser Folterknecht schon fertig. Sie muss in der Nähe sein. Ja, wo? Da draußen sterben. Das würde dir nicht gefallen, glaub mir. Wir können nicht weg. Hier ist deine Leiche wenigstens noch für unsere Alchemisten von Wert. Du kannst dich glücklich schätzen. Dreckskerl. Gehst denn du jetzt lang? Da lang, okay. Verrate mich nicht, Kollege. Wehe, du verrätst mich. Dann werde ich böse. Hey, Kleiner. Was zum Teufel machst du hier ganz allein? Ich muss meine Mama finden. Die Alchemistin? Oh, gute Güte. Du solltest nicht... Ich muss gehen. Wiedersehen. Ich glaube nicht, dass du ihn wiedersehen wirst. Es tut mir leid, aber... Du bist zwar lieb und so, aber du wirst ihn nicht wiedersehen. Okay, das verrät mir schon, dass wir hier später wahrscheinlich auch mit Amicia lang gehen werden. Wenn ich so eine... Kohlen? Kann ich Kohlen sagen? Ja, rede
zum letzten Mal werdet ihr meine Fragen beantworten. Oder seid ihr vielleicht immer noch nicht über das Schicksal eures Gatten hinweg? Nun, unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Nu wiederfinden. Okay, jetzt verstecken. Komm zurück, schnell verstecken. Und dann schnell zu Mutti. Aber wenn du sie holen gehen sollst, wieso gehst du dann jetzt? Das macht keinen Sinn. Mutti! Mama? Mama. Hugo? Aber sie haben... Amicia sagte, du bist tot, aber du lebst. Amicia. Mein Liebling. Du musst gehen, wenn sie dich finden. Nein, ich bleibe bei dir. Oh, Hugo. Haben sie dir Blut abgenommen? Oh mein Gott. Hör zu, Hugo. Wir gehen zusammen. Doch du musst die Schlüssel finden. Sie müssen sie in der Kammer am Ende des Korridors aufbewahren. Kommst du dorthin? Gut, dann los, geh. Sehr vorsichtig. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Okay, werden wir machen. Wenn ich zurückkomme, muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Senior Nicholas. Na schön, du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird ein Spaß. Mach einfach deine Arbeit. Der Wachhauptmann mag keine Improvisation. Und ich auch nicht. Ja, natürlich. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich muss sie loswerden. Also gut. Das könnte mir eine Beförderung einbringen. Mehr Autorität, Ergebnisse. Nun, der Folterknecht muss effizient sein. Kein unnötiges Spektakel. Dame. So weich. Egal, die Klingen sind geschliffen. Hammer, Zange, Brandeisen, Säge, alles bereit. Hab ich was vergessen? Wenn der Hauptmann dabei ist, gehe ich besser auf Nummer sicher. Aber wie werde ich sie denn los? Wenn Amicia hier wäre. Nein, ich brauche sie nicht. Okay, lass mich mal überlegen. Wie werde ich die los? Ich kann das hier benutzen. Später. Also, jetzt bringt es mir halt gar nichts. Oh, shit. Ich kann hier hoch, was ich gleich mal machen werde. Ich kletter mal kurz hoch und guck mal, was hier oben gibt. Einen weiteren Weg, der wahrscheinlich sehr praktisch sein wird. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich die loswerde. Die Ratten. Die haben alle Angst vor den Ratten. Wenn ich sie befreien könnte. Ja. Ich kann die Ratten befreien. Und theoretisch dürften die Ratten mir nicht wirklich was antun, oder? Besonders nicht, wenn ich im Licht bin. Wie kann ich die Ratten befreien? Oh, der ist für die Käfige. Soll ich den jetzt schon nutzen, während er da steht? Nee, ich mach das mal, wenn er woanders ist. Dann kann ich die Käfige nämlich loslassen. Soll ich jetzt schon? Ich mach's jetzt schon. Komm! Schnell, schnell! Ihr müsst weg! Bewegung! Sehr gut. Weg mit euch. Jetzt schnell der Schlüssel. Ich habe eher ein ganz anderes Problem gerade. Wenn die Ratten hier sind... Ja, ich hab's gewusst. Wenn die Ratten da sind, brauche ich einen Weg. Wo soll der Schlüssel sein? Die haben gesagt, am Ende in der Kammer. Wo hier in der Kammer? Laternen! Sie mögen keine Laternen!
Nein, mögen sie nicht. Frage ist, will ich dahin scheinen oder will ich dahin scheinen? Ich scheine mal dahin. Es funktioniert. Kusch. Kusch, kusch. Ich scheine mal kurz dahin. Nicht hinsehen, nicht hinsehen. Wo könnte der Schlüssel sein? Ich weiß doch nicht. Ich drehe mal die Laterne einmal ganz um und schau mir mal hier den Tisch an kurz. Da hinten ist der Schlüssel. Okay. Macht natürlich Sinn, der glänzt ja schließlich auch. Ja, siehst du, Amicia, Mama wird... Au, mein Kopf! Hört auf zu schreien! Wenn das jetzt noch öfter passiert, das finde ich sehr, sehr uncool. Ja, ja, ihr könnt mich alle mal... Mama, tschüss. Ich hab's geschafft! Sehr gut. Komm, schnell. Geschafft, geschafft. Alles ist gut. Dir tut niemand mehr weh. Mein Held, wie fühlst du dich? Dein Kopf? Sie spricht jetzt mit mir die ganze Zeit. Und was sagt sie? Sie sagt, ich soll mich hier anschließen. Die erste Schwelle. Mama, ich hab Angst. Wir kommen hier nicht raus. Wir haben keine Wahl. Wenn ich bei dir bin, die Stimme, kannst du ihr antworten? Ego, kannst du sie hören? Ja, sie haben alle dieselbe Stimme. Sie tut mir im Kopf weh. Ignoriere sie nicht. Gib dich ihr völlig hin. Hab keine Angst. Ja. Imperium, Hugo kann jetzt Ratten kontrollieren. Okay. Okay. Wie? Ach, ich kann euch einfach so wegschicken. Nee, ich kann euch nicht... Mein Kopf ist weg! Das war die Makula. Doch du hast dir geantwortet. Lass uns gehen. Geh weg. Geht weg. Verschwindet! Eine Wache. Wir können sie loswerden. Mit den Ratten. Werden sie ihn fressen? Nein, dafür sind es nicht genug. Na los. Sicher? Ich meine, ich will sie nicht dazu bringen, ihn zu fressen. Lauf nur, du Feigling. Du hast wohl Angst, was? Nico, das ist kein Spiel. Diese Kraft ist gefährlich. Du musst dich beherrschen. Ja, Mama. Ist das meine Krankheit? Du bist nicht krank, Hugo. Es ist eine Gabe. Ich erkläre es dir später. Eine Gabe? So, ihr bleibt mal weg, bitte. Ja, Hugo, du hast die Macht in dir. Du bist jetzt ein Jedi-Ritter, wie alle anderen auch. Nein, was? Aber das ist schon sehr interessant, was hier passiert. Sie gefunden? Oder ich werde langsam verrückt. Kann ich dich auch befreien? Ich habe doch einen Schlüssel gehabt. Ich würde dich auch gern befreien können. Da komme ich nicht lang. Wir werden das Kapitel hier heute noch beenden. Das verspreche ich euch. Wir müssen da lang. Leider Gottes. Gibt es hier irgendwas, was ich einsammeln kann? Nein, gibt es nicht. Okay, ich kann sie aber nicht. Ich dränge sie zurück. Nur bis wir durchkommen. Übertreib es nicht. Habe ich nicht vor. So, haben wir es geschafft? Ja, haben wir. Okay, noch mehr Ratten. Kann ich euch mal auch kurz woanders hinpacken? Problem ist, dass man nie sieht,
wo man hin will, wenn man die einsetzt, um sie zurückzudrängen. Tschüss. Du guck weiter auf die Ratten, ne? Okay, jetzt wird strategischer wieder. Diese Straßen sind in sehr schlechtem Zustand. Wie sollen wir das liefern? Fehlt bloß noch, dass wir einen dieser Käfige verlieren. Sei vorsichtig. Ich habe eine Idee. Aber er wird's hören. Er hört's nicht. Was? Nein. Tschüss. Bravo. Und jetzt kann ich. Was zum Teufel haben Sie mit ihnen gemacht? Sie füttern sie mit Menschenblut. Wirklich? Ja, es ist komisch. Ich spüre die schwarzen Ratten, aber die hier nicht. Ich verstehe. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Es sind Vampirratten, aber sie glitzern nicht in der Sonne. So, da haben wir Himmel. Was haben Sie mit diesen Ratten vor? Sie als biologische Waffen einzusetzen? Ist so meine Theorie. Bleibt mal alle in der Ecke, da seid ihr gut aufgehoben. Ja. Nein, ihr kommt nicht in mein Feuer. So, und jetzt bleibt ihr wieder in der Ecke mal bitte. Alle in die Ecke. Nein, böse Rattis. Wow, die hinter mir waren ja noch mehr. Geht es dir noch gut, Hugo? Ich fühle mich etwas seltsam. Es ist normal, dass du müde wirst. Sag mir, wenn es dir schlecht geht. Ja. Ich weiß nicht. Seltsam fühlen ist tatsächlich ziemlich normal. Ich meine, du kannst verdammte Ratten kontrollieren. Du hast die Macht über Ratten. Du bist quasi der Rattenfänger dieses Spiels. Falls dieser Vergleich Sinn macht. Gut. Mama, warum kann ich das tun? Das Blut macht das. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber Amicia kann es nicht. Nein, ich erkläre es dir später. Wir haben uns gestritten, Mama. Nicht so schlimm, Liebling. Lass uns erstmal hier herauskommen, ja? Oh, wir werden nicht rauskommen, bin ich mir sicher. Ihr seid also wieder mit eurem Sohn vereint. Ich weiß, was ihr ihm angetan habt. Ihr habt, was ihr wolltet. Nun lasst ihn gehen. Ihr beleidigt mich, Madame de Roon. Euer Sohn ist der natürliche Träger der Makula. Und sie ist noch nicht mit ihm fertig. Ebenso wenig wie ich. Aber das wisst ihr. Vitalis, bringen wir es zu Ende. Nikolas, ihr könnt das nicht verstehen. Du spürst es auch. Nicht wahr, mein Junge? Wir sind durch Blut verbunden. Was denkst du, Hugo? Deine Familie wächst. Ich flehe euch an. Ich helfe euch. Aber lasst meinen Sohn gehen. Sein Schicksal ist nicht, ein Dirun zu sein. Er gehört hierher. An meine Seite. Ihr seid ein Scheusal. Ein Scheusal? Madame, ihr habt ja keine Vorstellung. Schmerzlos. Sag deiner Mami, liebe Wohlklein. Tut dir nicht weh. Oh nein. Habe ich ihn getötet? Tut mir leid, Hugo. Angriff. Tötet Mama, sie. Mama, was soll ich tun? Die Fahne. Hört auf. Er
Ich habe Angst! Kein Zuhause mehr! Du gehörst uns! Das Wach! Ist nicht wahr. Mit euch Mama. Beginnt die Beschwörung! Die Zukunft hängt von euch ab! Ich finde das gerade sehr interessant. Was, Bogenschütze? Nutzlose Narren! Meine Belohnung für denjenigen, der sie tötet! Ich weiß, Iso! Halte durch! Riva Makula! Sie reagiert! Wacht weiter! Die machen das bewusst! Hört auf, ihn zu quälen! Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt! Zu spät! Nun kommt! Der Junge will euch an! Greift die an! Warte mal! Ich muss den Bogenschützen erledigen. Komm zu mir! So, ich ach du Scheiße. Genug! Hugo, sag doch was. Hugo, kannst du mich hören? Nein. Er ist mächtig, doch hat er die Schwelle noch nicht wie erhofft erreicht. Wisst ihr warum? Amicia. Wegen Amicia? Wie lästig. Doch es dauert nicht mehr lange und wir haben noch andere Trümpfe auf der Hand. Bringt sie fort. Lasst ihn in Ruhe. Was wollt ihr denn noch? Viel mehr. So viel mehr. Und ihr werdet bei mir bleiben, damit ich es auch bekomme. Keine Bange, Hugo. Ich glaube an dich. Wir werden unser Ziel erreichen. Kapitel 15. Andenken. Amicia, sie ist wach. Ruhig, Amicia. Öko. Arthur und ich haben dich aufgespürt. Du warst 3 Tage verschwunden, Amicia, und wärst fast gestorben. Wir hatten große Sorge. Öko. Lasst mich allein. Komm, hör auf zu träumen. Geh zu den anderen. Die Ratten kommen bald. Wir müssen die Feuer entzünden. Was zum Henker? Komm schon! Könntest du bitte aufgehen? Ich werde gleich helfen. Beziehungsweise werde ich nicht gleich helfen. Wir werden in der nächsten Folge die Tür öffnen. Oder er schafft es doch alleine. Offensichtlich nicht. Wir haben einiges, was wir jetzt erstmal verdauen müssen. Und ich muss mich entschuldigen, dass ich zum Ende hin sehr, sehr ruhig geworden bin. Aber es ist so viel passiert, ich hatte einfach keine Worte mehr. Und es ist selten, dass ein Spiel mir die Worte verschlägt. Es ist echt selten. Es wird immer und immer besser. Und da habe ich auch eine schlechte Nachricht für alle, die dieses Spiel oder dieses Projekt verfolgen. Wir sind jetzt langsam relativ nah am Ende. Das Spiel hat 17 Kapitel, wir sind im 15. 3 Kapitel to go. Und mit dieser herben Enttäuschung, ja, mal gucken, wer die Serie kennt, auf die ich gerade abspiele, verabschieden wir uns für heute von A Plague Tale Innocence. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos.